Einen wunderschönen guten Tag, liebe Boys and Girls. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barbecue Madness. Heute mal nicht als Rezept, sondern als Resümee, als kleine Retro zu dem ganzen Content, was wir über die letzten 3 Jahre schon gemacht haben. Denn ihr wisst ja, wir machen vor allen Dingen gerne Burger. Also wir haben viel Burger-Content da und ich bin letztens aufgewacht und dachte, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was wir eigentlich für Burger hatten, beziehungsweise welcher der für mich beste überhaupt ist. Deswegen möchte ich mit euch einmal durch den Erinnerungsgarten streichen und einmal durch ein paar Burger gehen, die mir persönlich mega Spaß gemacht haben und die auch richtig, richtig geil schmecken. Spannend am Ende der Folge, ob ihr sagt, yo, das ist es, oder was eure Top 10 Burger sind. Im besten Falle natürlich von unserem Kanal. Also eine richtige Auswahl zu finden, ist unglaublich schwierig, aber ich würde mal auf der 10 den Whopper sehen. Das war noch in der alten Location bei uns mit der Backsteinwand im Hintergrund. Und da sind wir zu Burger King gefahren und haben einen Whopper nachgemacht. Erstaunlicherweise war der echt lecker. Muss ich sagen, also auch dieses Flame Grilled kam richtig rüber und dicke rohe Zwiebel, Tomate, Gurke. Das wäre echt ein guter Burger. Habe ich gut in Erinnerung behalten und habe ich danach auch wirklich noch ein paar Mal nachgemacht. Ich glaube, auf der nächsten Position 9 ist der Sloppy Joe Burger. Der war, glaube ich, noch in der komplett ersten Location in diesem Hinterhof bei uns an der Müllpresse mit einem Freshman damals noch. Da haben wir zusammen Sloppy Joe gemacht, also quasi diese Hackfleischmischung, fast wie so eine Art Ragout, die dann auf den Burger gepackt wird. Unglaublich lecker, also so Hackfleisch mit so einer leichten Barbecue-Soße und Tomaten. Das ist schon lecker. Habe ich letztens auch wieder zum Football gemacht, zum Super Bowl, muss ich gestehen. Aber dann auf einem ganzen Blech. Hat schon was, muss ich sagen. Hat schon was und geschmacklich wirklich 1A. Wenn man Spaghetti Bolognese mag, dann kommt man an einem Sloppy Joe Burger eigentlich gar nicht vorbei. Ich muss in meinen Gedanken nochmal durchgehen. Aber ich glaube, ja. 8. Vielleicht der Hangover Burger, den wir wirklich im Office, als wir da mal gepennt haben, der Freshman und ich damals, weil die Party am Tag vorher gescheppert hat, die hätte anders gescheppert. Und da sind wir aufgewacht und mussten drehen und haben dann kurzerhand einen Hangover Burger gemacht. Der war mit so einem perfekten französischen Omelette. Also eigentlich geht es in der Folge darum, wie man ein perfektes französisches Omelette macht. Und das dann auf einem Burger mit richtig saftigen Rinderhack-Patty und oh, ich weiß gar nicht, was da noch alles drauf war. Ich glaube, Burgersoße und geröstete Zwiebeln und so. Also, boah, der hat aber mal anders gescheppert dann an dem Tag. Und das war richtig, richtig gut. Richtig geiler Kontra-Burger. Aber auch so, glaube ich, würde ich mir den gerne zum Frühstück mal wieder reinziehen. Guck parallel einfach noch mal rein, weil wir haben so viele Burger gemacht, aber ich glaube hier 7. Der Cuban Fritter Burger ist an 7. Stelle bei mir. Also dieser geil kubanische Burger mit roh geschnittenen Zwiebeln, mit so Engelshaar-Pommes ausfrittiert, unglaublich crispy und crunchy, richtig Rinderhack-Patty und dann so eine geile Salsa, so einen geilen Tomaten-Ketchup-Art unten drunter. War mal was ganz anderes, aber diese Kombination aus Pommes Crisp und den anderen Zutaten da drauf, das war schon ziemlich nice. Ich würde fast sagen, der 6.
Deep Fried Burger ist aus den USA natürlich kommt und die Patties werden extra dick geformt, also wie so Smashed Patties, schon vorgesmashed und dann Deep Fried, also in Dutch Oven mit heißem Öl gepackt. Das heißt, die Patties werden richtig ausfrittiert. Unglaublich krass geiler Crunch, also so crispy Bits an der Seite und dann wie so ein klassischer Cheeseburger belegt. Der Käse wird auch noch, also wird dann hochgehoben, das Patty, und dann wird der Käse draufgegeben. Das wird dann auch nochmal so kurz unters Öl und das heiße Öl getunkt, damit der Käse auch noch schmilzt. Eine unglaublich cholesterinhaltige Angelegenheit, aber unglaublich lecker, deswegen auf der 6 bei mir. Fünf. Ich glaube, der Smoked Burger. Ja, ich glaube schon. Einfach weil es so was nicht Alltägliches war, so was Extravagantes. Also den Burger auf den Smoker zu packen, beziehungsweise mit der Smokebox ordentlich anzusmoken, die Aromen zu, ich weiß gar nicht, was wir da noch alles drauf gemacht haben. Wir werden es hier sehen, denke ich mal. Aber ich kann mich noch erinnern, dieser geile Rauchgeschmack mit dem richtig saftig Medium Rare bis Medium Hackfleisch mit Ketchup und was alles drauf und diesem weichen Bun. Oh, jetzt wird das Feld enger und es wird noch schwieriger. Aber ich glaube... 4. Der Juicy Lucy Burger. Ja. Juicy Lucy ist einfach... Ach komm, geh weg, Leute. Juicy Lucy ist einfach eine mega geile Sache. Der OG eines Stuffed Burgers. Fett gefüllt mit Käse, dickes Patty und dann zwischen zwei getoasteten Burger Buns und man beißt da rein und einem läuft dieser heiße Käse überall hin. Ich habe zum Glück Bart, ja, da sieht man die, also schützt vor Brandverletzung, aber so Brust und so, war übel. Der macht seinem Namen alle Ehre. Juicy Lucy ist für mich wirklich einer der besten Burger. Auf jeden Fall verdienter Platz 4. Drei. Auf jeden Fall der Oklahoma Fried Onion Burger. Das ist wirklich eine Sache, die ich seitdem sehr, sehr oft mache. Hauchdünn gehobelte Zwiebeln auf die Plansche geben, die schon mit anrösten, dann das Patty auf diesem Haufen voll Zwiebeln smashen. Man hat die Röstaromen vom Fleisch, man hat Röstaromen von der Zwiebel, wird das Ganze umgedreht und nochmal gebraten und oh. Also, wer Zwiebeln mag, kommt nicht am Oklahoma Onion Burger vorbei. Das Ding ist eine Bank, Leute. Das ist eine Bank. Ich sag, wie es ist. Es wird immer schwieriger. 2. Komm, Leute, ich muss es sagen. Ein klassischer Smash Burger. Smash Cheeseburger. Muss sein. Ich bin absoluter Fan von richtig gut gemachten Smash Cheeseburgern. Und deswegen ist der bei mir auch auf Platz 2, ganz weit vorne. Klassisch, nicht viel dran, bisschen rohe Zwiebeln, bisschen selbst eingelegte Pickles, meinetwegen auch geile Zwiebeln oben, ordentlich Käse, Ketchup, Mayo, ein bisschen Senf. Ja, muss sein, muss auf Platz 2 sein, anders geht's nicht. Okay, Leute. 1. Es teilen sich 2. Ich kann mich nicht entscheiden. Es teilen sich 2. Seht's mir nach. Also, auf jeden Fall, Leute, der In-N-Out Double Double Animal Style Burger. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen kulinarisch. War der Freshman auch noch am Start und der hat ganz viel aus seinem reichhaltigen Füllhorn aus California erzählt, weil er ja schon ein paar Mal da war. Aber allein das nachzumachen das einfach diesen Animal Style mit dem angebratenen, karamellisierten quasi Senf unterm Patty, das ist schon eine unglaublich geile Sache. Egal, ob man es als Double Double macht oder halt als einfachen Burger, das Ding ist auf jeden Fall eine Bank und würde ich jedem raten, nachzumachen. Auf dem kleinen Platz 1, also
ein bisschen daneben, einfach weil es auch so was anderes ist, ist ein Burger, den wir jetzt kürzlich erst gemacht haben, und zwar der Little Italy Burger, beziehungsweise die Adaption von Massimo Botturas Emilia Burger. Auch unglaublich lecker, ganz anders als die anderen Burger. Da haben wir so eine Kräutersalsa gemacht aus Basilikumstängeln und Sardellen und Kapern. Dazu eine Balsamico-Mayo und dann quasi den Parmesan, der normalerweise in den Patty gerieben wird, habe ich halt als Chip auf der Plancha gemacht und in den Chip dann das Patty gesetzt, den heißen Käse drumherum geschlossen, dann wird der richtig hart. Man hat so richtig in diesen crispy Parmesan-Chip gegriffen. Ich könnte mich nicht entscheiden. Beides unglaublich geil, beides aus einer ganz anderen Liga quasi, also zwei ganz verschiedene Ligen, aber alle unglaublich, unglaublich gut. So, jetzt sind wir durch. Ich bin gespannt, was denkt ihr? Seid ihr d'accord mit meiner Meinung? Was sind eure Lieblingsburger? Schreibt es mir unten drunter. Ich wäre mega froh, von euch zu lesen. Sonst, wie gesagt, Leute, alles ist unten verlinkt, alle Burger. Macht die doch gerne einfach mal nach zu Hause. Erweitert euren Horizont, euren Burger-Horizont. Deswegen auch an euch, liebe Leute, heute einmal Daumen hoch, Like und Subscribe für euch. Denn ohne euch wären diese Videos gar nicht möglich. Vielen Dank dafür. Wir hoffen, noch einige Burger-Videos machen zu können. Deswegen sage ich für heute Ciao Kakao und ab an den Grill zum Burgerbrutzeln. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe.